herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Hier sehen wir nochmal den LKW mit der Ware hinten drauf. Ganz unspektakulär zwei Containerchen. Völlig untypisch für Amerika. So eine kleinen Container. Naja. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Gut. Wir müssen hier, glaube ich, da links rum. Dann werden wir mal die Maschine starten. Blinky, blinky. Gleich abgestuft. Nö. Ach, der hört sich ganz anders an. Der ist ein bisschen brummig. Oh, muss ich jetzt arbeiten? Na gut. So, schöne Palmen hier, ne? Volitons. Ne, Volti... Sun Motors. Okay. Batterien, Car Cleaning. Also hier müssen wir raus. Und da ist eine Road Closed. Irgendwie komme ich hier mit der Länge nach vorne hin noch nicht so richtig klar. Aber es hat gepasst. Schöne Baumaschinen, oder? Aber hier arbeitet wieder keiner. Montag 10:30 Uhr. Vormittag. Oh, und die Palme wackelt hier. Okay. Gut. Dann fahren wir mal rechts rum. Und dann vorne gleich wieder links. Post-Ad. Na, ist der Rückspiegel so weit unten? Mhm. Mit den Ampeln ist ganz clever, ne? Wenn man in Deutschland irgendwo an der Ampel steht, ganz vorne, und nach nicht links und rechts gucken muss nach der Ampel, sondern nach oben, dann sitzt man im Auto drin wie so ein Affe. Jetzt kann ja jeder sagen, nein, halt doch weiter hinten an. Ja, nee, wenn die Induktionsstreifen weiter vorne sind, dann steht man da wie ein Affe und kommt nicht weiter, weil die Ampel nicht erkennt, dass da jemand ist. Also muss man relativ weit vorfahren. Ach, haben schon grün. Ey. Oh, vier Spuren. Da stellen wir uns mal da an, wo am wenigsten los ist. Aber die Ladung bei den LKWs, die ist irgendwie ein bisschen cooler als beim ETS, oder? Haben jetzt schon Stahlrohr gesehen. Balken. Hui. Mandalay Place. Na klar. Was müssen wir da vorne machen? Da so einen Haken schlagen. Hä? Also hier erstmal geradeaus. Achso, und die Straße macht da so einen Knick. Und dann müssen wir rechts rum. Dann können wir uns gleich mal hier einordnen. Und schon mal blinken, ordnungsgemäß. Ja, jetzt ist die Frage. War das nun so oder war das nicht so? Anhalten. Gucken und dann kann man fahren. Oder war das nicht so? Schreibt es mir in die Kommentare. Wer war schon mal in Amerika und ist Auto gefahren? Oder kennt sich mit den Verkehrsregeln aus? War das jetzt richtig, was ich gemacht habe oder nicht? Also der macht's auch. Ah ne, war schon wieder grün, wa? Blinken.
Also zumindest die Straßen und Städte und so weiter, alles, das ist sehr viel weitläufiger als beim Euro Truck Simulator. So, jetzt fahren wir hier auf dem Highway, was? Ja, sieht so aus. Die 93. Vor Saale, Shopping Center. Gleich kommt hier Clint Eastwood um die Ecke und fordert dich zum Duell heraus. Ups. Ein Toyota Prius, auch wenn er nicht so heißt, im Spiel. So. Wie viel dürfen wir fahren? 80 Meilen. Ach, der Hooverdamm. Ist das der Hooverdamm? Elektrizität? Wasser ist keins da. Ach, der trocknet ja aus. Und jetzt sind wir in Arizona. Oh Leute. Das war knapp. Ich wollte nicht bremsen. Ich bin bloß ein bisschen vom Gas gegangen. Wir haben es eilig. Wir müssen Amerika wieder aufbauen. Das. Oh ja, jetzt Geschwindigkeitsüberschreitung. Hör mal auf. Da vorne sind die Sheriffs, ey. So. Die geben ja kein Geschwindigkeitsticket mehr. Ah, der Motor blubbert auch schon ein bisschen besser. Das hört sich doch gut an. Jetzt fahren wir hier wieder einen Randstreifen. Da wackelt alles am Lenkrad. Das ist schon. Passt schon. Na komm, jetzt. Hat der mich ausgebremst? Jetzt hält er auch noch an. Oh, weia. Ladung hat 1% Schaden. Oh. Warum hat der daneben gebremst? Warum? Ich verstehe es nicht. Was soll das? Ach, da fährt er wieder. Sie könnten die nahe Wiegestation umfahren. Ihnen eine sichere Fahrt. Aha. Wenn rot ist, müssen wir da anhalten und uns wiegen lassen oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Oh ja, komm. Mann, ey.
So. Der Chef kommt für die Spesen aus, haben sie gesagt. Na, Stau. Wir müssen ja auch rechts rum, dann müssen wir uns hier warten. Oder kommen wir hier vorbei? Nee. Da vorne geht's wieder zusammen. Aha. Naja. Ein bisschen Platz lassen. Oh, jetzt hält der ganz an. Was ist das? UDS, United Delivery Service. Your money, our pleasure. Ah, ist das geil. Ist das der Slogan, ja, von... Ach, der UDS und nicht UPS. Na komm, gib Gas. Mensch. Jetzt nuddelt der hier ganz schön rum, ey. Leaving Kingsman? Ich dachte, wir sollten da was abliefern. Oh, komm. Toll, muss ich da vorne abfahren. Jetzt komme ich nicht an dem Idioten hier vorbei. Ich glaube, die können nicht Auto fahren hier in Amerika. Na, ich auch nicht, ne? Ich kann kein LKW fahren. Also hier runter und da vorne links. Also hier ein bisschen bremsen. So, ich habe jetzt nicht geguckt. Es kam zum Glück auch nichts. So, hier dürfen wir nicht rechts rum. Wir müssen geradeaus. Und whatever, wo wir da hinfahren. Area 52. Oder ist das hier in... Weiß gar nicht, wo das so richtig liegt. In der Wüste auf alle Fälle. Ah, was ist das jetzt hier für eine Firma? Gucken wir mal. HMS. Ah, große Baumaschinen. Und der Hof sieht so erbärmlich klein aus, ey. Ich werd doof. So. Da hängt eine Raupe in der Luft. Da arbeiten sogar welche. Naja, so, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist der Hof, das ist die. Bin gerade in Eile, das ist ja nicht schlimm. So. Dann müssen wir da hin. Und hier. Ah, da müssen wir rückwärts in die Halle rein. In die Halle reinfahren. Ha? Ja, Tatsache. Das ist ja auch mal was Neues. Wir machen mal auf Außenansicht. Ja. Also wir müssen jetzt hier sicherlich erstmal so. Ist ganz schön laut. Hier so. Und dann ziehen wir die Maschine mal hier so vor. So, da haben wir. Hier haben wir aber genug Platz. Na? Ne, andersrum. Jetzt haben wir aber nicht mehr genug Platz. Nein! Stopp. Rückwärts.
Nee, wir müssen ja schon wieder gerade machen. So. Noch ein bisschen rum hinten. Und jetzt schon gerade machen wieder. Ah, guck. Ah, das ist echt ein riesen Lenkradius bei diesen Maschinen, ey. So. Dann ziehen wir es nochmal nach vorne. Nur aufpassen hier, nicht, dass wir wieder gegen den Zaun fahren. Wieder bei der vorherigen Folge. So. Und jetzt fahren wir wieder rückwärts. So. Genau. Das Piepen geht eben auf den Sack, ey. So. Und? Das ist doch perfekt, oder? Mal piepen aus. Und wir können den Trailer runterlassen. Niddel, niddel, niddel. Guckt. Also wir sind jetzt 3 Stunden 19 gefahren. Ah ja. 22 EP Abzug und 228. Das war's mir wert. So, Fernfahrten machen wir erstmal nicht. Wir machen, was machen wir denn? Hochwertige Fracht, da gibt es mehr Vergütung. Plus 18 Bonus. Hier. Erfahrungsbonus. Gibt es hier Erfahrungsbonus? Nö. Erfahrungsbonus gibt es hier 20% für Just-in-Time-Lieferung. 3% höher. Hier gibt es mehr Kohle. Wir machen erstmal mit mehr Kohle. Wir wollen uns ja dann ein LKW kaufen. Aber ich glaube kein Peterbilt. Oder whatever, wie das ausgesprochen wird. So, wir gucken mal nach einem neuen Auftrag. Schnelle Aufträge. Wir waren jetzt hier oder da. Gucken wir gleich mal. Hier, HMS, da waren wir doch gerade. Nach Camp Word. Oder so. Haben wir noch was von der Firma? Nö. Nehmen wir das gleich, oder? Wir müssen ja nicht. Flüge. 6500. LP. Ja, 4700, hier gibt es 5800. Was ja wieder für den komischen Walmart. Wolbert. Ihr wisst schon, was haben wir hier für ein LKW? Wieder ein Peterbilt. Ach komm, wir nehmen das. Wir stehen ja gerade da auf dem Hof. Da können wir ruhig den Auftrag gleich annehmen. Schneeketten? Okay. Cool. Gucken uns das mal von außen an. Na toll. Wegen den 2 Dingern schicken sie den ganzen LKW los. Na gut. Okay. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.